Schon in den 60er Jahren wurden uns Roboter versprochen, die uns einfache Aufgaben im Haushalt abnehmen können. Zwar haben wir heute selbstfahrende Autos, Smartphones, die so viel Rechenpower haben wie PCs, die damals ganze Räume ausgefüllt haben, und Raketen, die aus dem Weltall landen können, aber vom Haushaltsroboter fehlt immer noch jede Spur. Aber genau das werde ich heute ändern. Damit ich dieses Projekt umsetzen kann, wurde mir freundlicherweise von der Firma Igus ein richtig cooler Roboterarm zur Verfügung gestellt. Und die waren auch so freundlich, dieses Video zu sponsern. Nachdem ich den ausgepackt habe, konnte ich ihn auch zum ersten Mal testen. Ich habe ihn deswegen in unserer WG-Küche aufgebaut, weil da am meisten Platz war. That ain't going nowhere. Und? Einschalten? Ich bin ein absoluter Noob, was so Roboterarme angeht. Ich habe nämlich da noch nie damit gearbeitet. Und deswegen war ich auch umso begeisterter, als dieses Ding zum ersten Mal lief. Iron Man! High five! Der Roboterarm an sich ist zwar schon super sick, kann so wie er ist, aber noch lange nicht kochen. Dafür muss ich noch einiges dazu entwickeln. Und um das zu machen, habe ich unsere gesamte Küche ausgemessen und am CAD nachgebaut. Da dann den Roboterarm reingesetzt und einige Werkzeuge dazu konstruiert, wie zum Beispiel diese kleinen Schütten hier, wo später Zutaten zum Kochen reinkommen. Außerdem so Adapterstücke für Kochlöffel oder ein Messer oder so, die der Roboterarm dann greifen kann. Und dann habe ich noch das Allerwichtigste konstruiert, und zwar ein Greifsystem für den Roboterarm, mit dem der die ganzen Sachen aufnehmen kann. Das habe ich dann 3D gedruckt und das müssen wir jetzt noch programmieren, denn der Roboter muss damit auch irgendwie kommunizieren können. Und wie genau dieses Ding funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Und dann programmieren wir das. Der Greifer besteht prinzipiell aus zwei so Backen, die mit einem Motor hin und her fahren können. Und damit können dann verschiedene Werkzeuge aufgenommen werden. Zum Beispiel wie dieser Block hier, wo man den mal zum Beispiel an einen Kochlöffel hinmachen kann. Und der wird dann so eingeklemmt und ist dann da fest drin. Und er hat extra hier so einen Nupsi, wo der Greifer auch reingreifen kann, dass er schön festhält. Es hat schon ziemlich gedauert, bis ich den Motor mit einem Arduino überhaupt zum Laufen gebracht habe, denn er hat eine andere Spannung als der Arduino und ist nicht ganz so einfach anzusteuern, aber hier spare ich das Ganze, weil es ein bisschen langweilig ist, sondern ich erkläre euch jetzt, wie ich das messe, wann der Greifer denn zugegriffen hat, denn ich habe da eine ziemlich clevere Lösung, wie wir das machen. Und zwar ist es so, dass wenn ein Elektromotor festgehalten wird, dann verbraucht er deutlich mehr Strom, als wenn er sich frei drehen kann. Und das Ganze machen wir uns zunutze, und zwar messe ich einfach an dem Motor, wie viel Strom er verbraucht, und sobald er zugefahren ist, seht ihr am Messgerät, dass er jetzt deutlich mehr Strom verbraucht. Und jetzt habe ich einfach einen Strommesssensor für meinen kleinen Mikrocontroller gekauft und den dazwischen geschalten und werde so das Ganze umsetzen. Ich habe jetzt ein bisschen mit dem Greifer und diesem Stromsensor rumexperimentiert und was soll ich sagen, ich habe den Motor geschrottet, weil dieser Sensor hier halt super ungenau ist und viel zu spät immer das merkt, wenn der Strom halt viel zu groß ist erst, und deswegen hört sich das jetzt so an. Dann dreht er da so durch, weil er safe hat, irgendein Zahn hat einfach gerissen. Wir schrauben es gleich mal auf und gucken rein, aber das wird am Arsch sein. Das kann ich gleich einen neuen kaufen. Mist. Ich dachte gerade so, ja, ist halt kaputtes Teil, bestellst einfach schnell einen neuen, wird ja nicht so teuer sein. Das Ding kostet einfach, hat mich einfach, ich habe das schon gar nicht mehr gewusst, hat mich einfach fucking 27 Euro gekostet. Für dieses kleine Kackteil. Aber ich habe tatsächlich keine Idee, wie wir es sonst lösen können. Vielleicht überdenke ich die ganze Greiferkonstruktion auch nochmal und mache es mit einem Elektromagneten. Das Problem ist, dass die relativ viel Strom brauchen, wenn die was halten sollen, und dann die ganze Zeit, während sie das halten, ist halt ein bisschen scheiße. Und das mit dem Greifer ist halt so, den setzt du unter Strom, dann ist er zu und dann greift das fest. Ich glaube, wenn ich es halt nicht übertreibe, dann hält er das auch gut aus und dann ist das System schon gut, aber ja, kacke, bestelle ich einen neuen. Ich habe mir dann auch nochmal einen neuen Sensor bestellt, der ein bisschen feiner auflösend ist, aber selbst das hat nicht funktioniert und ich war schon ziemlich am Verzweifeln, denn wenn dieser Greifer nicht funktioniert, dann kann ich dieses ganze Projekt eigentlich vergessen. Ich probiere seit Tagen jetzt diesen blöden Stromsensor zum Laufen zu kriegen. Ich habe noch einen anderen gekauft, der irgendwie feiner auflösend sein soll, das hat nicht funktioniert. Und der spuckt einfach die ganze Zeit, egal was ich versuche, der spuckt nur Kackwerte. Ich sag ganz ehrlich, vielleicht piep ich's drüber, aber es sind einfach Kackwerte, es funktioniert einfach nicht. Und langsam regt es mich richtig auf und langsam bin ich ein bisschen deprimiert auch, weil ich brauche dieses Ding halt, weil ich sonst meinen nächsten Motor schrotte. Ich habe noch 1000 weitere Probleme zu lösen und das Video hinkt hinterher. Und langsam verzweifle ich. In meiner Verzweiflung hatte ich dann aber eine ziemlich gute Idee, und zwar, hey,
Was, wenn ich diesen Sensor einfach weglasse und mit der Motor-Control-Einheit einfach dem Motor weniger Leistung gebe, sodass er einfach versucht, sich zu drücken, aber nicht genug Leistung hat, um sich kaputt zu machen und deswegen einfach nur zusammenkneift. Und siehe da, das hat natürlich funktioniert. So, wir sehen, oh ja, es ist absolut fest genug. Und es geht auch wieder raus. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Nice. Jetzt können wir endlich loslegen. Meinen Greifer habe ich bis jetzt ja immer vom PC aus gesteuert, aber der soll ja später auch vom Roboter aus kontrolliert werden. Und der Robby hat extra dafür oben so einen Ausgang, wo man verschiedene Sachen mit ansteuern kann. Jetzt musst du noch testen, ob mein Code damit auch funktioniert. Ich habe gerade mal alles hier zusammengeschraubt. Der Greifer ist jetzt dran mit der Elektronikbox. Und jetzt stecke ich ihn zum ersten Mal ein. Ich hoffe, dass beim Zusammenbauen keine Kabel verknickt sind und so. Eingesteckt ist es und... Jawollo, jetzt funktioniert immer noch genauso wie früher. Und jetzt lassen wir den gleich mal was halten. Komm. Nachdem der Greifer endlich funktioniert, konnte ich mich auch um die Verbindung des Roboterarms mit Alexa kümmern. Da musste ich allerdings ein bisschen basteln, denn der Roboter hat eine viel höhere Betriebsspannung als der Mikrocontroller, mit dem ich das Ganze steuern will. Ich durchstöbe gerade meine Widerstandssammlung nach einem passenden Widerstand, der nicht zu groß ist, also nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. Ich habe mega Angst, wenn er zu schwach ist, dass ich halt diesen Roboterarm durchfatze. Und jetzt fragt ihr euch, Luis, sei keine so eine Pussy, bau einfach irgendeinen rein. Ja, die Einstellung habe ich normalerweise auch, aber nicht, wenn ein 5000 Euro Roboterarm auf dem Spiel steht. Weil das wäre ein bisschen doof, wenn ich den schrotte. Ich habe nämlich nur einen. Ich habe nämlich nur einen und ich habe schon andere Bauteile kaputt gemacht bei diesem Projekt. Okay, der Moment of Truth. Wenn jetzt alles funktioniert, dann sollte der Roboterarm sich jetzt mit Alexa gesteuert gleich drehen, wenn ich sage, Alexa, Roboter an. Okay. Yes! Yes, 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 yes! Jetzt, wo der Greifer und die Alexa-Verbindung funktioniert, konnte ich auch endlich in die Küche gehen und mit der eigentlichen Roboterprogrammierung starten. Ich mache jetzt den Roboterarm fest und zwar gucke ich darauf, dass er hier immer an genau der Herdkante anliegt. Und es ist wichtig, damit er nicht immer wieder wegmachen sollte, dass er dann, wenn ich ihn wieder hinmache, an genau der gleichen Position ist, dass alle Parameter noch stimmen. Denn sonst könnte es sein, dass er einfach daneben greift, neben die Sachen. Das erste Gericht, das wir versuchen zu kochen, ist die Tütensuppe. Und es klingt erstmal super einfach, aber ihr werdet gleich sehen, dass man doch super viele verschiedene Arbeitsschritte machen muss, um sowas zuzubereiten. Und wir machen jetzt mal den ersten Test. Wasserhahn anschalten, bitte. Zum Wiederausschalten, das kriegen wir auch hin, wenn er so wenn zurückfährt und dann wieder hoch und dann von oben nochmal drauf drückt. Wasser einschenken geht schon mal, weil das ist der erste Schritt zur Tütensuppe, ist natürlich Wasser im Topf haben. Dann müssen wir natürlich doch die Tütensuppe einleeren und dann müssen wir noch den Herd einschalten. Und den Herd, darum kümmern wir uns jetzt. So, beim Herd ist das Problem, dass der die Dinger nicht greifen kann hier, diese Nopsis. Und ich habe eigentlich extra so ein Teil konstruiert, was man so draufstecken kann, was so einen Konus hat, dass es auch feststeckt. Das Problem ist, das funktioniert nur super unzuverlässig, damit den Herd anzuschalten. Wenn man es rauszieht, nimmt man gleich dieses ganze Ding mit, weil es da eben dann draufsteckt. Und da kam mir aber die Idee, hey, was, wenn wir einfach dieses Teil hier neu designen und einfach einen eigenen Griff 3D drucken, der hier unser Adapterstück hat, was ich mit dem Greifer greifen kann. Und genau das habe ich auch gemacht. Und das kann man einfach hier aufstecken und hat jetzt einen neuen Knauf, einfach der den Herd super easy bedienen kann, wie man das macht. Und jetzt testen wir gleich mal, ob der Roboter da auch gut hinkommt. Damit ihr versteht, was ich denn da gerade mache, erkläre ich euch mal kurz, wie die Programmierung von dem Robby, dem Igus Rebel, überhaupt funktioniert. Und zwar ist es super simpel. Man hat ein paar so Tasten, mit denen man den Roboter manuell hinfahren kann. Und man fällt ihn einfach an eine Position und dann legt man in dem Programm eine Bewegung an und sagt ihm noch, wie er da hinfahren soll. Entweder über eine gerade Linie oder man kann auch sagen, dass er da hinfahren soll, so wie es ihm am besten passt. Dann bewegt er automatisch alle Achsen und dann bewegt man ihn einfach an die nächste Position und erzeugt nochmal einen Bewegungsbefehl. Und so kann man sich dieses Programm dann quasi zusammenstücken. Man kann natürlich auch noch viel komplexere Sachen da programmieren, zum Beispiel so If-Then-Bedingungen und solche Sachen. Aber das brauchen wir für das Projekt eigentlich fast gar nicht. Wenn ihr auch Interesse an diesem Igus Rebel Roboter haben habt, dann klickt doch einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung. Der Robby ist nämlich für den Industrieroboter ziemlich günstig mit 5000 Euro mit inklusive der Steuerung. Und ihr bekommt noch 300 Euro Rabatt, wenn ihr über den Link den Roboter kauft. Und ihr unterstützt natürlich meinen Kanal. Einmal so wahrscheinlich. Das Ding ist, wir müssen hier genau im 90-Grad-Winkel, also es muss direkt perfekt passen. Es sieht schon nicht schlecht aus, aber es könnte super arschig knapp werden.
Der ist hier auf Anschlag. Der müsste jetzt eigentlich sich nochmal so drehen. So müssen wir da jetzt runter. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja, Mist. Das Ding ist, ich komme einfach nicht bis zum Herd runter. Also er kann es berühren, aber ich kann damit nicht den Herdknauf drehen. Das nervt mich jetzt richtig, weil ich ja extra zwei verschiedene Herdknauf-Dinger designt habe und es jetzt trotzdem nicht funktioniert. Deswegen würde ich sagen, dass ich jetzt bei der Version den Herd einfach manuell an- und ausschalten muss. Ich weiß, es ist viel Arbeit und dann koche ich ja quasi schon selber, aber ich denke, es nehmen wir in Kauf. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe jetzt mal den Programmfahren einprogrammiert, wo der Roboterarm sich seine Schütte holt, dann zum Wasserhahn rüberfährt, den Wasserhahn anschaltet, unter den Wasserhahn runterfährt, das Wasser holt, dann den Wasserhahn wieder ausschaltet, zurück zum Topf fährt, es einleert und dann das Ganze nochmal macht, weil nicht genug Wasser in dieses eine Ding reinpasst für eine Suppe. Und das Ganze testen wir mal im Dry Run, das heißt ohne dieses Behältnis, sondern gucken wir, ob der die Fahrbewegung richtig macht, ob jetzt alles klappt, weil er hat gestern nämlich vieles nicht geklappt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, es funktioniert, es funktioniert. Der erste Schritt funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch die Suppe reinleeren und dann das Süppchen umrühren und dann haben wir eine Suppe. Yes! Robbie, gut gemacht. Ich habe dich viel geschimpft, ich weiß, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen stolz auf dich. Bin ich ganz ehrlich. Ich erkläre euch mal, warum es so schwierig ist, für Roboter manche Aufgaben auszuführen, die für Menschen eigentlich super leicht sind. Und zwar anhand von dem Beispiel von dieser Schütte hier, die in dieses Tray hier reingesetzt werden muss. Und zwar für mich ist das super einfach als Mensch. Ich nehme die einfach und setze die da so rein. Ne? Und ich mache das, kann das auch immer wieder machen und es funktioniert richtig gut. Für den Roboter zum Programmieren ist aber nicht so leicht, weil der Roboter ist ja immer, der ist erstmal sehr, sehr fest hier in seinem Arbeiten. Das heißt, wenn er nicht genau trifft hier, dann fährt er so dagegen. Das heißt, ich muss den erstmal einprogrammieren, dass er hier genau drüber fährt, über genau die Position. Und dann, dass er dann hier so gerade runterfährt. Und dann muss er seinen Greifer hier aufmachen. Und dann muss er ihn so gerade zurückfahren, dass er das Ding nicht wieder rausnimmt. Und dann kann er erst wegfahren. Was der Roboter im Vergleich zu mir aber sehr, sehr gut kann, ist einfach die genau gleiche Bewegung immer wieder exakt so auszuführen. Dieser Igus Rebel hier kann es auf einen Millimeter genau. Das heißt, gerade wenn man zum Beispiel was produzieren muss, irgendwas zusammenstecken muss oder so in der Produktionsumgebung, ist es natürlich sehr, sehr nice, weil er einfach immer es exakt gleich macht, wo ich zum Beispiel als Mensch nicht so gut drin bin. Ich zum Beispiel, ich setze es hier immer rein, aber ich setze es nie exakt gleich rein. Bei dem Teil hier macht es nichts aus, aber wenn du irgendwas ganz genau haben willst und immer wieder ganz genau, ist ein Roboter da viel, viel besser dafür geeignet. Wir programmieren jetzt das aber ein, dass du noch dieses zweite Kännchen hier absetzt. Und dann lassen wir den noch den Topf umrühren und dann können wir hoffentlich endlich die Suppe kochen. Fürs Umrühren in dem Topf gibt es hier eine spezielle Funktion bei dem Roboterarm, wo man ihn so eine Kreisbewegung fahren lassen kann. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das check, wie man das programmiert, weil es nicht ganz, ganz einfach ist. Es ist nicht schwierig, aber ich bin dumm. Wenn man die richtig programmiert, kann man nämlich einfach sagen, wie oft er das machen soll. Und dann ist es halt super easy, ihm zu sagen, hier rühr da 5 Minuten lang drin rum. Und deswegen testen wir das mal. So, einmal Kochlöffel greifen. Jawollo. Und zur Position setzen, so. Stir it up. Yes, 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 yes. Okay, Leute, ich glaube, es ist vollbracht. Ich werde jetzt den ersten Testrun machen, den zeige ich euch aber noch nicht, ohne irgendwas drin, sondern ihr bekommt jetzt gleich dann den perfekten Run zu sehen, wenn alles klappt. Falls was nicht klappt, dann schalte ich euch nochmal rein und zeige euch den Fuck-up, den ich gemacht habe, falls es einen gibt. Aber ich glaube nicht, dass es einen gibt, sondern ihr bekommt jetzt gleich den Flawless Run zu sehen, wie das Ding mir meine Suppe kocht. Alexa, koch mir Suppe. Oh yes, oh yes, oh yes. So, komm, ich gebe euch die Detailaufnahmen. Ich gebe euch die Detailaufnahmen. Let's go. So, er holt sich das Wasser. Jawollo. Schön anschalten. Jawoll. Und runter. Tschuku, 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 tschuku. Das ist so geil. So, schön rüberfahren. Jawoll. Jawollo. Nice. Und hier? So, er bewegt sich schön langsam, damit er nichts verschüttet. Jawoll. Und rein damit. Rein damit. Jawoll. Und er fährt einfach nochmal zurück, weil das nicht genug Wasser war. Und jetzt geht's wieder rüber. So gut.
Und jetzt kommt der wichtige Teil. Jetzt nimmt er den Kochlöffel und rührt gleich um. So, let's go. Jawollo. Perfekt. Sehr, sehr gut. Und stir it up. Und es macht jetzt eine Weile lang, bis die Suppe fertig ist. A few minutes later. Wenige Minuten später, er ist immer noch am Rühren, sollte jetzt aber langsam mal fertig sein. Ja, und dann ist mein Süppchen fertig. So, die Suppe ist fertig, er hat es schön hier abgeschüttelt. So, leg den Kochlöffel noch zurück. Der dampft auch richtig. Die Suppe ist hier am Brodeln und fertig. Und jetzt taste teste ich die natürlich gleich mal. Kann man schon essen, würde ich sagen. Ich weiß, es nimmt mir jetzt nicht super viel Arbeit ab, denn Tütensuppe zu machen ist auch an sich relativ leicht. Aber ihr habt ja gesehen, wie komplex es war, allein dieses Gericht zu kochen. Und weil es sonst noch mal mindestens einen Monat dauern würde zu filmen, lasse ich es jetzt dabei gut sein für dieses Video. Wenn ihr aber Bock habt, mehr zu sehen und richtig komplizierte Gerichte sehen wollt mit dem Roboter, dann gebt dem Video einfach ein Like. Wenn das Video 10.000 Likes bekommt, dann sehe ich, hey, genug Leute haben Bock, da noch mehr zu sehen. Und dann werde ich eine Version 2.0 machen, wo wir echt ein richtig aufwendig geiles Gericht kochen und es dann natürlich auch auf den Teller servieren. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ciao.